Also Leute, kommt heran, setzt euch, nehmt ein Gläsele Brompfen und hört mal aus. Brompfen, ja, das muss ich erklären. Brompfen ist Jiddisch. Brompfen heißt Schnaps. Ich werde noch darauf zurückkommen. Also, nehmt ein Gläsele Brompfen und hört mal aus. Es ist gewesen, Kleinstädtel in Polen, soll heißen Rzeszów. Und in Rzeszów ist in eines Tages angeschlagen gewesen Affischen, Plakaten. Da ist darauf gestanden, von einem Zirkus ist entlaufen ein bruner Bär. Das ist ein gefährlicher bruner Bär. Und man macht einen Aufruf an die Bevölkerung. Wer sieht den Bären, er mag ihm das schießen. Nun gut. Vor die Affischen sind gestanden zwei Jiden. Hat der eine gesagt, oi wei, ich gehe pflichten mit mein Wab und meine Wärmlach. Sagt der andere, warum, was ist geschehen? Es ist entlaufen von der Zirkus ein bruner Bär. Na, hat der andere gesagt, Herr, mach aus. Es steht auf den Affischen geschrieben, wer den Bären sieht, er mag ihm das schießen. Und als man der Bevölkerung erlaubt zu schießen, sie wird schießen auf die Jeden. Und dann gesagt, du bist nicht jener braune Bär. Bleiben wir bei Rzeszów. In Rzeszów treffen sich eines Tages der Blau und der Grün. Übrigens, Blau und Grün, erinnern Sie mich. Ich werde noch darauf zurückkommen. Es treffen sich also der Blau und der Grün. Und der Blau sagt dem Grün, du bist da. Ich habe geglaubt, du bist gegangen gegen Krukow. Krakau, gegen Krukow. Sagt er, ich war in Krukow. Sagt er, du warst in Krukow und bist schon zurück? Zu Fuß? Sagt er, ich bin nicht gegangen zu Fuß. Ich bin gefahren. Sagt er, mit was bist du gefahren? Sagt er, ich bin gefahren mit Wagen von Herrn Grafen. Sagt er, erzähl an anderen, der Herr Graf hat dich mitgenommen. Sagt er, ja, ich bin gegangen auf der Landstraße gegen Krukow. Ist gefahren gekommen der Herr Graf in seiner Kalesch. Er hat angehalten. Er hat gesagt, Grün, wo gehst du hin? Ich sagte, Herr Graf, ich erlaube mir zu gehen auf Krukow. Und der Graf gesagt, hör mal raus, Grün, wenn du mir erzählen kannst, von Rzeszów bis Krukow, Witzen, du kannst mitfahren. Und so bin ich gefahren auf Krukow. Sagt der Blau, du hast ihm erzählt, Witzen, von Rzeszów bis Krukow? Ja, sagt er. Nur was hast du ihm erzählt? Sagt der Herr Mach. Ich habe erzählt, Herr Graf, es ist gewesen einmal ein sehr kalter Winter. Und es ist geflogen ein Bachstelz. Und der Bachstelz, er hat gespürt einen Durst. Er ist geflogen zu einem Bach und hat hereingesenkt den Schnabel in Wasser. Es war ein sehr kalter Winter. Der Schnabel ist ihm eingefroren. Ach, hat der Bachstelz gedacht. Hat sich gegeben einen Ruck, hat herausgezogen den Schnabel. Und ist hereingekommen mit Schwanz in Wasser. Und es ist gewesen ein sehr kalter Winter. Und der Schwanz ist eingefroren von dem Bachstelz. Und der Bachstelz, er hat sich gedacht, oh, hat sich gegeben einen Ruck, hat er rausgezogen dem Schwanz und ist hereingekommen mit Schnabel in Wasser. Und es war ein sehr kalter Winter und es ist ihm eingefroren der Schnabel. Sagt der Blau zum Grün, und das hast du ihm erzählt bis Krukow? Sagt der Grün, was soll ich da sagen? Agoi. In Rzeszów liegt der alte Herr Schleibowitz im Sterben. Ein Kaufmann, ein echter jiddischer Kaufmann. Übrigens Kaufmann, ich werde da noch drauf zurückkommen. Also der alte Herr Schleibowitz liegt im Sterben. Um ihn herum versammelt ist die Familie. Die weinen, wie sich das gehört. Der Herr Schleibowitz ist schon sehr schwach. Und er sieht schon nicht mehr sehr gut. Er liegt da und sagt, Sarah, mein Weib, bist du da? Ja, sagt die Sarah, Tate, ich bin da. Der alte Herr Schleibowitz sagt, Jenkele, mein Sohn, bist du da? Ja, sagt der Jenkele.
Tat ich bin da. Der alte Herr Schleibowitz sagt, Rosa leben, meine Tochter, bist du da? Ja, sagt die Rosa, Tate, ich bin da. Und da richtet sich der alte Herr Schleibowitz im Bett auf und sagt, und wer ist bitte im Geschäft? Bleiben wir bei Zhezhov. Mit der Dorfstraße von Zhezhov war das immer so eine Sache. Es war ein Gewürge, weil sie war so schlammig. Und es sind versunken, die Wagen, bis zu den Narben von den Rädern. Also hat man eines Tages beschlossen in der Kille, das geht nicht so weiter. Die Dorfstraße muss gepflastert werden. Also, man wird bestellen aus der nächsten großen Stadt Goim, was arbeiten und was die Dorfstraße dann pflastert. Gut. Man hat geholt aus der nächsten Stadt Goim. Sie sind gekommen. Sie haben weggereimt im Schlamm. Einen Tag. Noch einen Tag. Und am Schabbes sind sie endlich draufgekommen. Die Dorfstraße war gepflastert. In Zhezhov sind einmal gekommen, die Militaristen auszuheben, die Rekruten. Und in großen Schrecken haben sich alle Jingles versteckt, wo nur gegangen ist, damit sie nicht ausgehoben werden und damit sie nicht sein müssen, militaristische Soldaten. Und in einem großen Heischober, wo sich ein Jingle versteckt hat, merkt er, neben ihm liegt einer. Und er tut das Hai auf die Seite und sieht einen alten, kleinen Jiden dort im Hai sitzen. Und er sagt, Rebbe, was gehst du doch verstecken? Du bist 70 Jahre alt, sagt der Rebbe. Kann sein, sie brauchen auch einen General. Eines Tages in Zhezhov treffen sich, nur raten sie einmal wer. Es trifft sich der Blau und der Grün. Erinnern Sie mich, ich werde noch darauf zurückkommen. Es trifft sich also der Blau und der Grün. Und der Grün, er ist gewesen in Ausland und gerade zurückgekommen. Und er sagt zum Blau, was gibt's Neues in Zhezhov? Sagt der Blau, es gibt nichts Neues in Zhezhov. Sagt der Herr Marus, ich bin gewesen 3 Wochen in Ausland. Es muss etwas Neues geben in Zhezhov. Denk noch. Sagt der andere. Jo, ein Hund hat gebellt. Warum hat der Hund gebellt? Nun ja, es ist ihm einer auf dem Schwanz gestiegen. Warum ist dem Hund einer auf den Schwanz gestiegen? Warum? Es ist gewesen ein Gedränge. Warum ist in Zhezhov ein Gedränge? Warum ein Gedränge? Die Feuerwehr ist gefroren. Die Feuerwehr ist gefroren? Warum ist die Feuerwehr gefroren? Warum ist die Feuerwehr? Es hat gebrannt. Es hat gebrannt. Psst. Bei wem hat gebrannt? Bei wem? Bei euch hat gebrannt. Bei uns hat gebrannt. Ja. Warum? Es hat gebrannt, weil der Leichter umgefallen ist. Was, bei uns ist ein Leichter umgefallen? Wieso ist ein Leichter umgefallen? Was für ein Leichter? Naja, also der Totenleichter ist umgefallen. Der Totenleichter ist bei uns umgefallen. Wer ist gestorben? Wer ist gestorben? Wer wird schon gestorben sein? Der Tate ist gestorben. Warum ist meine Tate gestorben? Ach, warum ist der da? Es hat ihm der Schlag getroffen. Mein Tate hat der Schlag getroffen. Warum hat mein Tate der Schlag getroffen? Ja, dein Bruder hat Wechsel gefälscht. Und das ist doch nichts Neues. Ich habe dir doch gleich gesagt, es ist nichts Neues in Zhezhov. In Zhezhov ist natürlich, man muss sich vorstellen, das ist ein Kulturzentrum gewesen, Zhezhov. Und es hat also alles gehabt, was zur Kultur gehört. Es hat also auch eine Dame gehabt, die, also ich weiß nicht, wie man das sagt, auf Jiddisch würde man sagen, eine Chonte. Eine, also ich weiß nicht, also ich meine, das gibt's auf Goyisch auch. Eine. Das hat genügt für Zhezhov. Und Erev Schabes, das ist der Abend, bevor Schabes ist, man ist gegangen
Innenstadt Bad, weil Rzeszów, es war ein Kulturzentrum, es gab ein Bad, eine Wanne für alle Damen der Stadt. Und der böse Zufall hat gefickt, dass ausgerechnet an dem Erev Schabbes ist gekommen zu gleicher Zeit zu Badewärter die Rebetzen, die Frau vom Rebbe und die Chonte. Zur gleichen Zeit. Und jeder hat begehrt zu sein, die Erste, was steigt in die Wanne. Ein Präzedenzfall. Man hat nicht gewusst, was man machen soll. Man ist zum Rebbe gegangen, ihm das Problem vorlegen. Wer geht als Erster in die Wanne? Die Rebetzen oder die Chonte? Der Rebbe, der hat geklärt und hat gesagt, die Chonte. Warum, hat man gesagt. Der Rebbe gesagt, Herr Machusleite, auf die Chonte wartet heute die ganze Stadt. Auf die Rebetzen warte ich und ich komm fort. In der letzten Geschichte, wir haben gehört vom Rabbi von Rzeszów, und also jeder Ort hat einen berühmten Rabbi gehabt und jeder Ort hat gesagt, unser Rabbi, er ist der berühmteste. Aber ich muss ehrlich sagen, der Rabbi von Rzeszów, er war der berühmteste und gescheiteste von allen, wie man schon aus der vorigen Geschichte sieht. Er hat einmal seinen Buchern, den Schülern, hat er eine Denkaufgabe gestellt, damit sie was zum Klären haben. Er hat gesagt, hört mal aus, stellt euch vor, es ist ein größer und breiter Fluss, der fließt dahin. Und am einen Ufer von dem Fluss, es kommt ein Hirsch, ein größer, starker Hirsch. Und der Hirsch, er muss über den Fluss. Aber der Hirsch, er darf nicht schwimmen, er darf nicht springen, er darf nicht über dem Fluss, er darf nicht unter dem Fluss. Wie kommt der Hirsch hinüber? Psst. Das war ein Kopfgeschüttel und ein Gewackel. Und man hat nachgedacht, man hat geklärt. Und die Bucher haben gesagt, Rebbe, das ist ein Problem, was wir nicht lesen können. Sag uns die Lesung. Wie kommt der Hirsch über dem größten Fluss? Hat der Rebbe gesagt, er schwimmt hinüber. Haben die Bucher gesagt, Rebbe, er darf doch nicht. Hat der Rebbe gesagt, nur red mit einem Hirsch. Zum Rebbe von Rzeszów ist gekommen eine Frau, Tränen überströmt, und hat gesagt, Rebbe, Rebbe, mein Mann, er will sich von mir scheiden lassen, Rebbe. Da habe ich gesagt, reg doch nicht auf. Ich will nachlesen in die Bücher, was steht darüber geschrieben. Ich sagte, Rebbe, er will sich sagen, nur ruhig, nur schön langsam, nur ruhig. Wo ist der Talmud? Moment, da ist er. Hat genommen den Talmud, hat ihn gelegt auf den Tisch. Ich sagte, wo ist meine Brille? Ich sagte, oben am Kasten. Die Brille aufgesetzt. Da hat die Frau gefragt, was will dein Mann? Sie sagt, scheiden lassen will er sich. Und der Rebbe hat sie angeschaut durch die Brille und hat gesagt, recht hat er. Bei dem Rebbe von Rzeszów war einmal ein Bucher, also ein Schüler, der natürlich mit verpflegt wird, wie sich das gehört. Aber dieser Bucher, er war ein Fresnik. Er hat aufgegessen, einfach alles, was am Tisch gekommen ist. Es war fürchterlich. Es ist für den Rebbe und die Rebetzen einfach nicht mehr rübergeblieben. Und eines Tages, die Rebetzen hat geschenkt bekommen, eine Gans, eine schöne, dicke, fette, knusperige Gans. Und sie hat mit dem Rebbe geklärt, was könnte man machen, dass der Bucher nicht auffrisst unsere schöne, dicke, knusprige Gans. Hat der Rebbe gesagt, Herr Machusleite, du wirst heute zu Abend, wirst du machen, eine große Schüssel Monedelach. Eine ganz große Schüssel Monedelach. Die wirst du stellen auf dem Tisch. Der Bucher
wird die Monedelach auffressen bis auf den letzten Mondkorn. Und dann kommst du rein mit der Gans. Und dann wird dich nicht mehr essen können. Gesagt, getan. Die Rebetzin hat gekocht eine große Schüssel Mohnniederlach, hat sie gestellt am Tisch und der Bucher, wie der Rebbe in seiner Weisheit vorausgesehen hat, hat aufgefressen die Mohnniederlach bis zum letzten Mumpkärtchen. Und dann ist die Rebetzin reingekommen mit der gebratenen, schönen, fetten, knusprigen Gans. Hat sie gestellt am Tisch und der Bucher hat die Gans gefressen. Wie der Bucher das letzte Gansbein ausgespuckt hat, hat der Rebbe gesagt: Herr Machos, du hast gegessen alle Mohnniederlach. Du warst da angestopft von oben bis unten. Wieso hast du essen können, die Gans? Hat der Bucher gesagt: Rebbe, Herr Machos, als am Schabbes die Schule ist voll mit gleibigen Jeden und keine Stecknadel kann fallen zu Boden. Wenn der Rebbe hereinkommt mit der Tora, es tut sich auf Agas. Der Rebbe hat gehabt einen Schames. Ein Schames, das ist also ein Tempeldiener. Er verrichtet die niederen Arbeiten, aber das ist gewesen ein sehr ehrgeiziger Schames. Und er hat sich eingebildet, er ist genauso gescheut als wie der Rebbe. Und er hat dem Rebbe bedrängt, er mag ihm auch den Leuten Rat geben lassen. Der Rebbe gesagt, nein. Und eines Tages sind gekommen von Slotschew, die Ältesten von der Kille, und haben gesagt, Rebbe von Zezow, wir haben ein großes Problem. Unser Rebbe, er kann nicht mehr fertig damit. Möchtest du so gut sein und kommen und klären das Problem? Gott hat der Rebbe gesagt, ich werde kommen. Nächsten Schabbes, ich werde da sein. Und er hat gesagt zum Schabbes, hör mal raus. In Slotschew, es kennt dich keiner. In Slotschew, du wirst hingehen und wirst sagen, du bist der Rebbe und ich bin der Schabbes. Und dann, man wird sehen, wie gescheit du bist. Und so sind sie gefahren, ins Slotschew. Das hat ihm keiner erkannt. Der Schames hat gesagt, das ist der Rebbe. Hat sich hingesetzt, hat zu essen gekriegt wie der Rebbe, hat zu trinken gekriegt wie der Rebbe. Und dann, man ist gegangen zu erörtern das Problem. Und es ist gewesen ein sehr schwieriges Problem. Und er hat sich angehört, das Problem, der Schames von Zezow, wie er bemerkt hat, er kann nicht lesen das Problem, hat er gesagt, Vieh, solche Sachen erledigt bei uns der Schames, bitte. Für die nächste Geschichte muss ich etwas erklären, sonst verstehen Sie die Geschichte nicht. Bei den strenggläubigen Juden ist das Geschirr und das Besteck in zwei Teile geteilt. Es gibt jedes Messer, jede Gabel, jeden Löffel, jeden Teller doppelt. Und zwar, die eine Garnitur ist die milchige und die andere ist die fleischige. Und man darf mit einem milchigen Löffel keine Fleischsuppe essen und mit einem fleischigen Löffel keine Milch löffeln. Das ist ganz streng geteilt. Und zu milchig und fleischig gehört noch etwas, was man nämlich überhaupt nicht darf, und das ist Trefer. Trefer ist das, was nicht koscher ist. Das darf man, aber ich werde darauf noch zurückkommen.